Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf unserem WG-Kanal. Ich bin Alina und ich habe heute Annika zu Gast bei mir. Hallo! Annika, wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich wurde hier eingeladen, weil ich schon seit 5 Jahren die WGs kommentiere auf meinem Kanal. Und ich habe mir Best-ofs rausgesucht, die wir jetzt zusammen anschauen werden. Can't wait! Also, wer sind die? Mädchen-WG in Italien, sind in ihrem sicken Fahrrad unterwegs und reißen sich ein paar Boys auf, die aber ein bisschen zu jung sind. Das fällt ihnen erst im Nachhinein auf. Ich wollte gerade sagen, wenn das die Boys sind, dann machen sie sich vielleicht sogar strafbar. Ja, das fällt ihnen aber erst danach auf, nachdem sie schon angehalten haben. Und deswegen wollen sie es eigentlich ein bisschen abbrechen und die Nummern eigentlich gar nicht. Aber Natalie denkt sich so, nö. Wir machen das jetzt. Also musst aufpassen, wie eigentlich keiner Lust hat, den Jungs die Nummer zu geben. Oh mein Gott, ich kann sie jetzt schon gar nicht angucken. Das wird unangenehm. Warte! Ciao, sono Nati, una amica di Luna. Wie dein Market? Venite al mercato stasera. Die haben gesagt, ob heute Abend wir zum Markt kommen. Okay, wer will Handynummer tauschen? Niemand wollte seine eigene Nummer denen geben. Aber wir wollten denen auch nicht irgendwie so einen Korb geben, so jetzt sagen, so ja, okay. Ich habe die Nummer auf meinem Arm, weil ich die Einzige war mit einem Stift und mit einem Arm. Oh, das ist voll so süß, ne? So klein. Knuffelig. Er war richtig knuffig, gell? Also wäre ein bisschen größer, ein bisschen älter, ja, hätte man drüber diskutieren können. Oh nein, die sind wirklich Kinder. Ich wundere mich, dass er überhaupt weiß, wie man seine Nummer schreibt. Dass er überhaupt eine Nummer hat? Stimmt. In dem Alter hat die noch nicht mal eine Nummer. Nee, stimmt, selbst nicht. Kannst du schon deine Nummer schreiben? Müssen wir üben. Ich muss ja gestehen, so, ich merke es jede WG wieder, immer wenn so die Geschlechter aufeinandertreffen, dann ist so, will ich hingucken? So. Fahrradunfall. In dem Fall nur Fahrradunfall. Sind eigentlich auch nur in die Jungs aus Versehen reingefahren und jetzt müssen sie halt aus Mitleid. Mitleid, das ist das Wort. Danke. Nee. Ich glaube, es geht auch weiterhin um das Fahrrad. Das ist ein großes Thema bei der Mädchen-WG in Italien bis zur wahrscheinlich 2. Folge oder so, weil da wird es jetzt geklaut. Ist das nicht mehr da? Oh mein Gott. Das ging fix. Ich glaube, sie sind einmal einkaufen gefahren, haben sich Nummern geklärt und dann war es weg. Shit. Das ist Kacke. Ey, was sollen wir jetzt machen, Leute? Das war so ein Schock. Das war so, okay, was sollen wir jetzt machen? Normalerweise zu Hause, Mama, das Kutschrad ist weg. Was machen wir jetzt? Und hier, ups, das Kutschrad ist weg. Was mache ich jetzt? Ich würde die Polizei, sorry Mädels, ich würde echt die Polizei rufen. Okay, dann lass mal die Nummer gucken. Ciao, buongiorno. Siamo le ragazze della Mädchen-WG. Abbiamo un problema. Also er wird sich auch denken, so Mädchen-WG. Ach, die Mädchen-WG, geil. Oh, cool, dass ihr anruft. Was ist los? Kann ich euch helfen? Ja, immer die mit dem hässlichen Rad. Das haben wir mal weggenommen, das ist ja peinlich. Wie klaust du ein Fahrrad, wo du dich eigentlich zu fast 5 reinsetzen musst, um es wirklich zu bewegen? Schiebt das so jemand die Straße runter? Oh mein Gott. Vielleicht waren das die Jungs, weil die Mädels sich nicht mehr gemeldet haben. Ich glaube, das war. Ich glaube, also die würde ich jetzt als erstes verdächtigen. Rufen wir schnell bei der Polizei in Italien an und sagen, wir haben es geklärt. Wir wissen, wer es war. Das Geilste ist nämlich jetzt, ich meine, Luna ist halt jetzt irgendwie so ein bisschen die Gearsche, weil sie die Einzige ist, die Italienisch kann und muss jetzt eben mit den Polizisten quatschen. Aber wie gut, dass sie zumindest jemanden im Team haben, der voll, es kann. Mega so gut. Wir Mädels werden so gewesen, ist jetzt weg. Schade. Wobei, ich glaube, wir wären auch gar nicht so böse drum gewesen, wenn man uns die Fahrräder geklaut hätten, weil uns hat es wirklich. Also, wir waren jetzt nicht die sportlichste WG. Deswegen haben sie 1:5, damit alle zusammentreten können. Auf jeden Fall nervt sie jetzt der Polizist ein bisschen. Und sie hält das Telefon nicht weg von sich, um dann zu sagen so, oh Mann, voll nervig. Oh mein Gott. Aspetta un attimo, scusa, dobbiamo guardare. Der sagt jetzt zu mir, ja, das Modell von dem Fahrrad. Bin ich jetzt irgendwie hier ein Fahrradhändler oder was? Boah. Non lo sappiamo, mi dispiace. Non te lo so dire. Quattro Cycle. C'è scritto sopra Quattro Cycle. Als würde der das nicht hören, wenn sie so macht, so boah. Boah. Bin ich jetzt ein Fahrradhändler oder was? Das ist doch geil. Luna war nicht so amused über ihren Job als Dolmetscherin, glaube ich. Aber sie musste auch immer, weißt du? Wenn du dann auch noch so, ich habe ja ab und zu Probleme, einfach Leute was zu fragen oder anzusprechen.
Oder bei der Polizei anrufen. Ey, der wird mir so die Pumpe geben, wirklich? Wenn ich bei der Polizei anrufe, um zu sagen, dass mein Fahrrad geklaut wurde. Bist du auch noch so eine, wo deine Mama noch deine Arzttermine macht? Naja, ich wohne alleine. Ich kann jetzt nicht erst meine Mama anrufen und sagen, Mama, machst du das? Kannst schon. Ja, nee, ich hab's mittlerweile, schaffe ich es alleine irgendwo anzurufen. Auch so Pizza bestellen und so, das geht schon. Mhm. Ja, aber sau ärgerlich man, mit diesem Rad. Nach wie vielen Tagen wurde das gestohlen? Ich glaube, das ist die zweite Folge. Oder aber die dritte. Wie kannst du so ein Rad stehlen? Also haben sie es einfach vor die Tür gestellt, ja, unabgeschlossen? Nicht abgesperrt. Mädels, ihr. Da kann die Polizei leider auch nicht. Bisschen provoziert. Versicherung zahlt auch nicht. Haben sie es abgesperrt? Nein, okay, tschüss. Boah! Oh. Hallo! Ciao! Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Clip. Wen haben wir denn da? Die WG hatten wir noch gar nicht. Das ist die Jungs-WG in Barcelona. Das ist jetzt nämlich super spannend. Sie hatten am Nachmittag hatten sie einen Spraykurs, aber ein Junge war, glaube ich, krank. Und jetzt haben sie sich dazu entschlossen, gut, gehen wir heute Abend nachtaktionsmäßig nochmal, ganz illegal. Okay, Jungs, wir brauchen eine Teambesprechung. Keine Ahnung, man hat sich schon so gefühlt, als würde man jetzt was Illegales machen, obwohl es halt legal war. Und das war halt schon so eine angespannte, aber auch irgendwie total lässige, coole Atmosphäre. Okay, Jungs, komm! Okay, mit welcher Farbe willst du nur anfangen? Mit der hellen, würde ich sagen. Hast du eine Taschenlampe mitgenommen? Boys, you know me. Viel Spaß, Jamie. Okay, oh fuck, ich hab so Schiss. Du packst es. Alter, ich will so verkackt werden. Ich finde das irgendwie voll aufregend. Ey, Jungs, der Bus kommt. Guck dir jetzt, guck, der Bus da. Nein, ich hatte keinen Schiss. Ich fand's voll cool. Ich habe mich so richtig krass gefühlt, wo die Leute dann da so vorbeigelaufen sind. Also so, wir wissen zwar, dass wir das hier alles legal machen, aber irgendwie ist es trotzdem, man ist so angespannt, ne? Wir sind Gangster. Vor allem, ich liebe das, wie er sagt, wir wissen zwar, dass wir das alles legal machen, aber man hat sich schon krass gefühlt. Aber ich fühle es auch irgendwie, wenn du so low-key tust, als wäre es verboten, aber es ist gar nicht verboten. Habt ihr schon mal eine Aktion gebracht, wo ihr euch so richtig krass Gangster gefühlt habt? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten, falls ihr noch mehr von den WGs sehen wollt, dann geht mal rüber auf zdftv.de oder schaut in die TV-App. Vor allem, sie haben sich auch wirklich süß drauf vorbereitet, so richtig Outfits rausgesucht, Masken aufgesetzt. So, einer passt über die Straße. Genau, möglichst unauffällig verhalten, das ist richtig. Hast du gut aufgepasst? Das können sie auf jeden Fall. Also jetzt wissen wir, wie wir heute Abend das Einmaleins des Gangster-Daseins haben wir jetzt raus. Wir bleiben auch gleich in Barcelona. Vorletzte Folge, sie kaufen einen für ihre fette Party am nächsten Tag. Das geht irgendwie in jeder WG schief. Das ist immer dieses Einkaufen für die Partys, ist immer ein bisschen kritisch. Mit dem Restgeld denke ich sich so, hau alles rein. Und wenn man das halt so zusammenschneidet bei allem, so brauchen wir das? Nee, aber hau's rein! Tu das rein! Ja, machen wir, nehmen wir mit. Das brauchen wir unbedingt. Oh oh, Jungs, was habt ihr getrieben? Boah, gebt euch mal die Super Soakers hier. Boah, Alter, die werden heftig. Einpacken. Für 12 Euro, das ist schon sehr viel. Die! Komm, da holen wir. Was kosten die denn? 2,25 Euro. Egal. Okidoki. Was brauchen wir noch? Boah, die brauchen wir auf jeden Fall, nimm mit. Das brauchen wir auch. Hat jemand Geburtstag? Nein, aber nee, das ist halt wie eine Geburtstagskarte, ne? Scheiß drauf, nehmen wir mit. Gönnt euch! Kennt ihr noch diese alten Wassertattoos? Lass die mitnehmen. Safe. Guck, das kleben wir dir hier so fett auf die Brust. Boah. Ich nehm das hier. Ich nehm das hier an die Seite, Alter. Tu rein. Können wir die Mädchen verarschen und sagen, wir hätten Tattoos? Da gibt's nicht mehr Tattoos. Das war's, oder? Stopp. Hier ist unsere Abteilung. Wenn wir einfach so ganz basic Chips mitnehmen. Ja, für die Leute, die sowas nicht mögen. Reicht das an Chips? Oder wollen wir es einfach komplett übertreiben? Übertreiben wir. Klatsch rein. Passt. Boah, Jungs, gebt euch das mal. Und in dem Laden geht hier alles. Für 10 Euro so ein Netz, wo man drüber Volleyball spielen kann. Das ist sowas auch lustig. Das nehmen wir mit. Haben wir eine Pumpe für solche Sachen? Nein!
Warum Besen? Damit wir danach nicht 10 Stunden brauchen, bis die Villa wieder sauber ist. Wieso nimmst du dann nicht so einen besseren Besen? Die sind ja besser. Die nehme ich noch mit. 155. 155 Euro. Sag mir so, was? Also. Hä, was? Hä? Haben wirklich die ganzen Artikel 155 Euro gekostet? Die Spritzpistolen haben doch nur 2,50 Euro gekostet. Ja, und der Hut bestimmt auch nur 5. Und aber wir haben 3 Spritzpistolen. Also eigentlich das eigentlich Teure war ja der Besen. Und rate mal, was sie am Ende zurückgelegt haben. Haben sie wirklich den Besen zurückgelegt? Oh, und sie haben noch überlegt, ob sie den Hut behalten oder nicht. Ob sie den Hut behalten und die Besen da gelassen. Also wenn sie nicht mindestens alles davon genutzt haben, bin ich sehr enttäuscht. Ja, inklusive die Tattoos haben sie sich noch gemacht. Poolnetz. Ich glaube, das nach 4 Wochen in diesem Pool. Was? Wie ist auch das 3 in diesem Dekoartikelladen chillen, ja, und genau, die anderen halt was wirklich Nützliches tun. Chips kaufen. 20 Tüten. Übertreiben wir? Ja, wir übertreiben. Also man merkt, die Jungs WG in Barcelona kann Prioritäten setzen. Definitiv. Ja, schauen wir mal, wie es im nächsten Clip ausschaut. Und dazu auch noch im letzten Clip. Oh nein, das ist schon der letzte Clip. Letzte Best-of-Clip. Wir schauen mal. Welche WG ist das? Meine Lieblings-WG. Ich darf es noch gar nicht. Ich darf es eigentlich gar nicht sagen. Nee, das haben wir ja auch noch gar nicht gesehen. Das kommt ja noch. Ich habe das jetzt mal überhört. Naja, Mädchen-WG im Schnee. Sie haben ein Iglu gebaut und versuchen jetzt draußen im gefühlten Schneesturm Feuer zu machen. Und was ich halt irgendwie so richtig fühle, ist Farina, die einfach nicht aufgibt. So, es funktioniert eigentlich so gar nicht, aber sie gibt nicht auf und denkt sich einfach so, ich will dieses scheiß Feuer machen. Okay, ich bin gespannt, ob sie das Feuer entfacht. Oh, hast du? Oha, oha. Ich hab das erste Feuer an dieser Kerze. Das muss jetzt erst noch ein bisschen runterbrennen und dann haben wir's. Oh, scheiße, ist aus. Wär ich alleine in der Wildnis? Nee, ich würd keinen Tag überleben, wirklich. Auch nicht. Ja, ja, ja. Es geht nicht. Oh, das ist schlau. Aber der Wind kommt. Ich fühle mich so verarscht von dir. Oh! Oh! Beide! Oh, süßer Kuh. Und es ist aus! Dam, dam, dam! Leute, macht mal hier irgendwie ein bisschen zu. Schnell, 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 schnell! Das brennt hier schon. Komm. Wie zumachen? Hier, hier, macht mal ein bisschen mehr, dass da nicht so viel Luft rankommt. Los, schneller! So. Und? Ja, ja, ich glaube, das Holz brennt schon. Leute, das Feuer wird immer weniger. Okay, dann lass das mal irgendwie kreativ anders stapeln. Nebeneinander, aufeinander. Ist jetzt aus? Super Leistung. Och nö, Lilly. Lilly, ich hasse dich. Lilly. Ich hasse dich. Moment. Geh und mach's nicht aus. Cora, wir brauchen dich. Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Freunde, Freunde, seht ihr, seht ihr? Oh mein Gott, Farina, ich liebe dich, wirklich. Ich auch. Oh, so toll. Ihr dürft nie aufgeben, Leute. Irgendwann klappt's immer. Farina hat's gerockt. Das ist jetzt so ein richtiges, schönes Erfolgserlebnis für den Schluss. Farina hat's einfach gerockt. So, ich hätte schon 100-mal aufgegeben. Sie hat einfach nicht aufgegeben. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich die Geduld hätte, wow, was ich schon alles erreicht hätte in meinem Leben. Ja, vielleicht brauchen wir alle ein bisschen mehr Farina in uns. So. Channel mal deine innere Farina. Einfach mal die innere Farina rauslassen. War das der letzte Clip? Das war der letzte Clip, es tut mir leid. Es sollte dir auch leid tun, aber die Clips waren geil. Die Clips waren übertrieben geil. Ich dachte, ich kenne schon wirklich vieles. Vieles davon hatte ich auch wieder vergessen, deswegen liebe ich das, dass du das wieder zurückgebracht hast. Ich auch. Ich habe ja auch nochmal alles irgendwie gefühlt angeschaut, um mir rauszusuchen, an was kann ich mich erinnern, was fand ich mega lustig. Oder motivierend. Das war definitiv Farina motivierend. Danke, dass du hier warst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Schön, dass ihr auch dabei wart. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und mir. Und ihr. Und Darina. Und ihm. Deswegen, was sollen sie jetzt alles machen? Jetzt müsst ihr einfach noch, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben geben, abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Wir sehen uns das nächste Mal hier wieder auf dem Kanal. Bis dahin. Tschüss.